Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Diesmal mit dabei der Cocaine. Hallöchen. Ja, Jack musste in der letzten Folge los und wir haben ja gerade gesagt, wir bauen den Keller aus, beziehungsweise würde ich gerne hier Stufen einbauen. Da das jetzt ein bisschen monoton wird, würde ich sagen, dass wir einfach mal ein Thema anschneiden, oder? Können wir tun, ja. Themaabend, wie bei Atte. Klingt nach einem Plan. Genau, klingt nach einem Plan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich wollte erstmal Stufen herstellen. Das wollte ich nämlich, das mache ich jetzt zuerst ohne Stone Stairs. Da. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel brauchen wir denn? 4 Steine. 16, 20. Ich mache erstmal 20, wird reichen. Gucken. Oder? Nee, das langt niemals. Ich habe auch noch 20, also. Okay. Dann fange ich mal hier oben an. Und hoffe, dass jetzt die Metalltür nicht rausfällt, wenn ich den Stein. Nein, aber man kann ja. Es zieht unter der Tür! Bin gerade überlegen. Nee, das ist nicht gut. Da muss ich erst nochmal einen Stone hinsetzen, beziehungsweise hier so ein. Muss ich doch wieder reinsetzen. So. Schwierig. Sind wir eins hoch genug für eine Treppe? Sind wir schon bereit für eine Treppe? Oder ist das gar nicht so schlimm von der Höhe, dass ich das... Ah, nee, geht nicht. Okay, das heißt, wir müssen eins tiefer. Oh, ich hänge fest, das gibt's jetzt nicht. Warte, ich klopfe unter dir weg. Genau, kannst mal, probier mal bitte mir die Treppe unter dem... Das klingt gut, weil ich habe Angst, dass ich sonst die Metalltür kaputt mache. Hab ja schon von gehört, soll schon mal passiert sein. Das bleibt über Cobblestone, aha. Das ist traurig. Oh. Die Nachbarn wollen zur Party eingeladen werden. Na dann begrüßen wir sie doch mal mit ein bisschen Feuerwerk. Oh, das Feuer ist und es geht übrigens kaputt. Ah, geht doch kaputt, okay. Ja. Ich werde dich beschützen. Das ist gut. Ist aber auch so laut, wenn wir hier kloppen. Ich meine, ich kann es verstehen. Lärmbelästigung. So, machen wir hier in die Ecke das Feuer wieder hin. Na? Hast du durch die Tür die erschossen? Nein, ich habe die Tür aufgemacht, geschossen, Tür zu. Guten Tag, was wollen Sie? Nein, wir kaufen nichts, wir haben schon Abos. Der hat Wasser dabei. Das war super. Apropos Wasser. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles viel schneller verloren geht. Also Essen, Wasser. Also irgendwie... Aber gut, ich finde es ja besser, dass die Stamina nicht so schnell weggeht, als das Essen, weil Essen können wir schneller, wenn wir nachher wieder eine Kartoffelplantage haben. Ja, dann, oder wenn wir zwei Hirsche jagen oder sowas. Genau. Geht ja relativ zügig. Das ist wahr, ja. Ja, Thema, während wir hier so den ganzen Kram hier rauszimmern. Was haben wir im Moment? Wir haben im Moment an allen Ecken, Enden Black Friday, Black Thursday, Black irgendwas, Black Soul. Okay? Also an jeder Ecke wird hier, gibt's hier... Meine Pickaxe ist kaputt. An jeder Ecke wird momentan hier irgendwas verdattelt. Also kriegst alles günstiger, gerade Spiele, und das ist ganz blöd. Weil man kriegt so viele Spiele so günstig. Und das ist fatal, ja. Ja, absolut. Jetzt habe ich gerade ein Problem, ich muss mich kurz mal konzentrieren. Nein, das ist nicht gut. Ich kann das nicht aufnehmen. Hast du zufällig noch Stickies oder einen Holzblock? Ich habe Stickies, ja. Ich hätte nämlich gerne noch eine Pickaxe. Ich komme mal zu dir runter. Das muss ich mir überlegen. Bin ich vorbereitet. Oh, sieht das schon mal ganz gut aus. Machen wir wieder einen Boden aus Holz. Sieht einfach hübscher aus. Leg dir die Stickies hier hin. Da, du hast irgendein Magazin auch fallen lassen übrigens. Ja, weil ich keinen Platz mehr im Dings habe. Das ist ein grundlegendes Problem, ja, mit dem Platz. Wir müssen gleich unbedingt Kisten basteln. Da hätte ich mir übrigens gewünscht, dass sie in den Patches jetzt hier irgendwie mal die Kistengröße erhöhen. Das wäre irgendwie cool. Ein bisschen,
Ist wenig da mit den. Ja. Würde mir schon reichen, wenn das wie bei Minecraft wäre. Und Schilder. Schilder für Kisten, ja. Rein. Da muss man mal einen Beitrag im Forum schreiben. Müssen wir auf die Straße. Dumm und dämlich. Müssen wir auf die Straße gehen. Wenn du ein bisschen weiter bist. Was ja so 200 Kisten stehen, dann immer wieder alles durchsuchen musst. Ja. Das ist. Ziemlich ätzend, das stimmt, ja. Ich habe überlegt, ob ich die Treppen. Ich mach die gar nicht, ich lass das Feuer jetzt da, ich lass das Feuer hier frei. Nee, es geht nicht. Das geht nicht, wie ich mir das gesagt habe. Nein, das funktioniert nicht. Gut, den letzten Hüpper vor der Tür muss man halt machen, weil da krieg ich keine Treppen rein. Das kriegen wir vielleicht gerade so hin. Ja. Aber zumindest ist der Weg da unten. Schwierig, aber wahr. ja gut, dann packe ich jetzt das hier weiter. Ja, Black Friday in allen Ecken Spiele. Du hast auch zugeschlagen, habe ich gesehen. Steam hat mir verraten. Oh, jetzt ist das Feuer da geblieben. Das ist ja interessant. Guck, kriege ich da eine Treppe runtergesetzt? Sieht so aus. Dann kriege ich auch eine Treppe hier drüber gesetzt. Unter das Feuer, oder was? Ja, ja. Das schwebt jetzt so. Eigentlich müsste es überkippen, aber es, egal. Funktioniert. Du hast zugeschlagen. New Vegas, habe ich gesehen. Genau, nee. Fallout. Fallout New Vegas, so rum. Ja, yep. Und einen kleinen Geheimtipp. Ich hab's selbst noch nicht gespielt, aber es sieht ganz nett aus, das Spiel. Okay. Ach, das, was ich noch nicht geholt habe. Das, was du dir holen musst, ja. Was ich holen muss, ja, sicher. Anomaly 2. Irgendwie so ein Tower-Defense-Spiel, da stehe ich ja eigentlich voll drauf auf diese Tower-Defense-Spiele. Mhm. Ecke auch. Sind wir schon mal zu zweit. Können wir auch mal vielleicht eine Runde drehen drin. Drehen auf jeden drin. Fall. Du hast noch Treppen, hast du gesagt. Ich hab, ja. Ich setz hier mal, warte mal, wir machen mal, wir müssen jetzt hier, ich helfe ja ganz kurz mal im Boden. Ah ne, wir haben kein Holz, gell? Nee, lass das mit dem Boden erstmal, bis wir genug Matz haben. Okay. Jetzt hätte ich hier mal ein Feuer hingesetzt irgendwie, obwohl scheiß drauf, ich setze hier trotzdem Feuer hin. Ah, nee, warte mal. Ja, wir können nämlich in diese Richtung hier. Ja, bitte. In diese Richtung können wir funktionierende Fackeln hinsetzen. Ah, okay, na gut, dann lassen wir das so. Sind wir tief genug, um den. Ja, doch, der See dürfte nicht so tief sein. Ich habe jetzt gedacht, weil wir kommen unter den See. Aber es ist eine gute Idee, dass wir von hier aus unter den See bauen, oder? Wollen wir uns nach rechts orientieren? Also, dass wir jetzt praktisch so einen Raum machen und dann rechts aus dem Raum raus? Also, ja, sagen wir mal, den Raum so. Schon mal nicht nach unten rahmen können. Genau, den Raum so lang, dass er, sagen wir mal, bis nach hinten. So bis unter den See geht. Oder vielleicht hier so rechts. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir. Dass man hinten vielleicht noch einen Gang dann rausmacht aus der Ecke. Und dann nach rechts rüber unter den See. Das wäre cool. Dann wäre nämlich der etwas geschützt. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Und wenn wir ordentlich Mats haben und Waffen und etc., dann bauen wir am Tag, also das wird noch ein paar Folgen dauern, gehe ich mal davon aus, einen Turm, wo wir auch mal die Zombies in der Nacht von außen bekämpfen können. Finde ich zumindest ganz spannend. Dass man auch nachts mal so ein bisschen was zeigen kann, ein bisschen Action wie, mal so ein paar Horden erledigen. Genau, jetzt hacke ich hier schon wieder aufs Feuer ein. Ja, Anomaly 2, ein Tower Defense Spiel. Gibt schon ganz lange das Prinzip, gell? Also Tower Defense ist jetzt ja. Ja, das hat sich auch immer bewährt. Also es ist auch immer. Macht auch immer wieder Spaß, so Spiele zu spielen. Also. Absolut. Ich weiß gar nicht, kann mich. Was habe ich denn als letztes gespielt? Tower Defense. Ich glaube, das war auf dem iPad. Mit irgendwie. Ups, wo ist er hin? Oh, da ist nochmal Kohle drunter. Wo ist hingebackt? Das letzte, was ich gespielt habe, war Orcs Must Die 2. Stimmt, ja, ja, ja. Das war das letzte, was ich hatte. Orcs Must Die 2, ja. Da habe ich sogar irgendeine super Special Edition. Ja, das fand ich aber ein super Spiel. Ja, habe ich angefangen und zwar mit. Grad. Ja. Mit Mindy, der mit mir so Let's Plays begonnen hat und so weiter. Und ich weiß gar nicht, warum wir Orcs Must Die nicht weitergespielt haben. Entweder zeittechnisch, das wäre die logischste Erklärung. Achso, Treppen wollte ich von dir. Treppen kriegst du von mir. Moment, ich mach gerade hier. Hoch gerade noch einen Stein weg und dann. Na, da. Das war auf dem alten Kanal eine der ersten Let's Plays des Orcs Must Die 2. Also, das war so Anfänge, da haben wir noch experimentiert mit, da habe ich noch mit
mit der Render-Software gespielt, in welcher Qualität und also es war so wirklich sehr experimentell und mein Kanal gibt es ja auch nicht mehr, den alten. Mhm. Den habe ich ja irgendwann eingestampft. Auch aufgrund des Namens. Ich fand das jetzt mit dem Namen dann nicht so. Hirnsturz 2012 war das. Verdammt, ich habe den Schlafsack zerstört. Habe ich noch aufgenommen. Wollen wir denn jetzt schlafen? Hirnsturz 2012 gab es mal, ja. War eine ganz kreative Namenswahl. Hatte ich, glaube ich, als ich ihn aufgelöst habe, 30, 40 Abonnenten. War ganz am Anfang. Und es hat mir so leid getan, weißt du? Ich war so stolz, dass ein paar Leute überhaupt den Scheiß angucken, den ich gemacht habe. Weißt du ja, dann weißt du, wenn man den anfängt, dann kommen die Ersten und denken, Mensch, ich hier als kleiner, nichtssagender Wicht, macht ein Video und es gucken die Leute an. Wir haben Iron Ore schon wieder reduziert. Wieso? Vorher auf 10, ne? Was du gekriegt hast raus. 10? Ja. Und wie viel ist jetzt? 9. Naja, gut. Ja, das summiert sich. Tust du mir mal gefallen, hast du noch zufällig einen Platz frei? Ja. Könntest du den Schlafsack da draußen mal bitte aufnehmen? Ja, klar. Finde ich übrigens ein schönes Piktogramm. Für den Schlafsack. Aha. Der ist so zusammengerollt. Hast du das gesehen? Ach so. Mhm. Das Tolle ist, das finde ich jetzt total klasse, dass alles, was man hier an Material jetzt findet, einen Sinn hat. Weißt du, was ich meine? Also früher war es ja so, das Lead Ore, also ist richtig, war ja sinnlos. Hat hier die Pickaxe? Ist ja auch geil, wo ist es denn hin? Hab's doch abgebaut. Ich hab's genommen. Ach, du hast genommen? Okay, alles klar. Verdammt. Hast du neben mir gestanden, das gerade gestibitzt, als ich es abgebaut habe? Gibt's ja nicht. Ich dachte gerade, was ist das für ein Bug im Spiel? Wollt schon schimpfen. Hier, ihr Pfannenpimps-Schimpf-Dings da. Nee, aber über die Pfannenpimps dürfen wir nicht schimpfen. Nein, die machen absolut nicht. Job. Das ist ja nochmal Metall. Das ist ja geil. Das ist ja richtig reichhaltig hier. Auch Metall. Also ich habe das Gefühl, dass das Erzvorkommen entweder mehr ist, weil wir uns hier in einem anderen Gebiet befinden, wo wir ja früher nicht waren. Also da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Oder allgemein zugenommen hat. Weiß ich jetzt momentan gerade nicht. Also es ist ja dann ein Vorteil, dass wir wirklich nochmal von vorne begonnen haben. Weil wir haben ja überlegt, ob wir von vorne beginnen. Oh, an den Feuern bleibt man aber hängen, aber anders ist es nicht möglich. Ich könnte höchstens Feuer in die Wand machen. Können wir später noch schön machen. Ich weiß es auch nicht. 10.35 Uhr übrigens. Mhm. Diese Untertageshows immer. Man vergisst die Zeit. Mhm. Oh, da hat einer was liegen lassen. Ich kann es nicht aufnehmen, Nitrat. Ich auch nicht. Das werfe ich weg. Ich werfe immer, ich kann aus einem Knochen einen ganzen machen. So. Ach, jetzt habe ich ein Messer draus gemacht. Kann nee. Auch was weg. Guck mal hier, ich mache den. Nee, ich habe noch ein Messer. Nein, ich will nicht zwei Messer. Verdammt. Ich hab's. Du hast? Ja, lass uns mal ein bisschen Holz holen, dass wir hier Kisten machen können oder sowas. Hm. Ja, gut, aber wie wollen wir Holz holen, wenn wir keinen Platz haben? Ich lasse fallen, ist egal. Ich hau mir jetzt noch eine Dose Schinken rein. Dann habe ich noch einen Platz. Hier oben wollte ich noch ein Feuer reinsetzen. Das mache ich direkt, bevor ich immer noch überlege, wann ich das machen wollte. Und dann hacke ich, glaube ich, auch noch die anderen Feuer aus der Treppe. So. Tür ist übrigens auch schon angeknackst da oben. Hallo Tag, hallo schöne, naja, minder schöne Welt. Soll ich ein paar Bäume weg... Was hat denn Jack hier gemacht? Alter, verdammt. Mhm. Ja, das ist schwierig. Es ist, ja. Schwierig, sehr schwierig. So. Holz. Also mir langt eigentlich ein Baum. So viel Holz brauchen wir ja gar nicht. Höchstens vom Boden, ne? Dann machen wir das normale Holz, das helle. Aber aus dem Holz kriegst du ja nicht den normalen. Oh, den Schlafsack nehme ich mit. Habe ich jetzt überhaupt noch Platz? Warum auch? Ja. Komm, ich mach jetzt ein paar Kisten da unten, dass wir zumindest Essen und so einen Scheiß da reinlegen können. Ich hab's Iron Ore gewandelt. Mhm. Meinst du dann, machen wir so einen Vorraum mit ein bisschen Kisten und so?
Und so. Habe ich noch Papier und ich habe Holz. Dann hacke ich mal kurz das Feuer weg. Aber es müsste eine Axt wahrscheinlich besser gehen. Nein! Ja. So, ich mach's Licht aus. Ruhe jetzt. Du kannst aus dem Holz keine Kisten bauen. Wie? Nee, da kriegst du Old Plywood raus. Old? Da kannst du... das ist doch zum... Wie? Wir kriegen hier aus dem... Okay. Weißt du was? Dem alten, verbrannten Holz hier kriegen. Ich mach das Licht hier wie hier, ja? Also an der Seite. Ich hack eine Treppe raus und setz da ein Feuer jeweils rein. Okay. So, wo ist denn der nächste Wald? Nördlich von uns, ne? Also rein theoretisch, wenn unsere Theorie passt, dann haben wir ja sinnvollerweise hier in so einem Dreiländereck gebaut. Mhm. Und somit sollten auch hier sich in der Nähe... Na, hüpf. So. Sollten sich hier normale Bäume befinden. Ja gut, ist schon ein Stückchen weg. Naja gut, das Gebiet ist ja auch relativ groß. Mhm. Hoffentlich finden wir wieder. Ja. Hoffentlich finden wir zurück, wollte ich sagen. Hoffentlich finden wir wieder. Was denn? Ja, genau. Was finden wir wieder? Wie kriegen wir keine Kisten raus? Achso, das ist das Old, oder? Das ist praktisch das, was man mit zwei Dingern erzeugt. Nee, das wäre das. Na gut. Nee, das ist ein ganz anderes Holz. Verbranntes Holz. So verbranntes Holz ist auch nicht so stabil wie das andere Holz. Boah, das ist aber gut, das ist ein gutes Stück. Das ist ja toll, dass wir das gemacht haben. Gut, ja, ich fand die Idee auch total super. Also da unsere Hütte hinzubauen. Gut, jetzt haben wir es uns ausgesucht. Jetzt ziehen wir das durch. Wir können hier mehrere Basen errichten. Am Ende wird sowieso die ganze Map unsere Basis. Natürlich, natürlich. Da können gar keine Zombies mehr drauf spawnen. Da sind auch viele Steine. Fertig sind. Ich nehme jetzt hier mal was auf unterwegs. Kein Platz mehr. Ist nichts drin, mach ich's kaputt. Will nicht. Will nicht kaputt gehen. Shame on you. Ist aber auch schwierig, so einen Müllhaufen zu dematerialisieren. Empty abdont rubbish. Rubbish. Ja. Schönes Wort, Rubbish. Übrigens, ich krieg's nicht kaputt und ich verbrauche nur meine Energie. Beziehungsweise ich habe gar keine Energie. Ach Mann, was mache ich denn? Ich mache Scrap Metal und dann setze ich... Nein! Nein! Ich höre schon summen. Ich werde angegriffen. Komm her, du. Nehme ich dich Wolli. Ich greife zurück. Ich greife an. Na komm. Runter. Los. Weggeschnickt. Boah, das waren die Sounds. Honig gibt auch Energie, gell? Mhm. Dann nehme ich mal ein bisschen Honig zu mir. So jetzt. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich die Tastenbelegung, also in der nächsten Folge habe ich die Tastenbelegung bestimmt umgedreht. Ach so, ja. Du musst deine Tastenbelegung noch ändern. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst, Sven. Weißt du, es wäre ja blöd, wenn ich hier wie viele Folgen einfach dumm rumrenne. Hast du schon Bäume? Ich habe Bäume, ja. Soll ich auch noch Bäume holen? Muss nicht unbedingt Bäume holen. Ich bin jetzt extra gefolgt hier in die... Ja, hier musst du nicht rein, da kriegst du nur wieder einen Hörsturz. Ach, da summt's. Mm. Wie ätzend. Ein Glas, das Glas ist ja eigentlich wichtig, aber jetzt ist es... B, Kappe in die Mitte, Scrap Metal, zack. Und Glas mitgenommen. Ich komm mal zu dir. Ich will auch einen Baum fällen. Hüpf, 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 hüpf. Na, nein. Ach, ich würde gerne mit bloßer Hand einfach... Egal. Okay, so, ich habe jetzt 64 Bäume, also Stämme. Ich denke, das reicht. Aber mit Boden und allem drum und dran? Ja, erstmal. Zumindest für die Kisten und dann... Manchmal ist irgendwie so ein Fehler in dem Licht. Da sind Sachen schwarz einfach. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich würde gerne noch eine... Also ich würde gerne auch noch einen 64er, dass wir auf jeden Fall noch genügend haben, um den Boden hübsch zu machen. Dann schmeiße ich nochmal eben schnell was weg. Was schmeiße ich denn weg hier? Ich habe das andere Holz weggeworfen, was wir ja vor Ort in Masse haben. Das ist natürlich gar nicht immer so eine schlechte Idee. Gell?
Wenn er nichts kann, denken kann er was, partiell. Was mir noch fehlt irgendwann, ob sie das noch mit reinbringen, ist, dass du selbst auch wieder nachhaltig Bäume stellen kannst. Also, dass du die auch wieder anpflanzen kannst. Mhm. Ist die Frage, wird das wirklich, na gut, je nachdem, wie lange man das Spiel spielt, wird das irgendwann mal zu eng, ne? Das ist es nämlich. Also dann hast du irgendwann mal gar nichts mehr an also ich Mats denk, rumstehen. So alleine ist das okay, ne? Aber ich denke gerade, wenn du jetzt durch das vereinfachte Serversystem dann mal einen Server mit 16 Leuten oder sowas hast. Hm, das stimmt, ja. Und die da alle drauf spielen, dann ist so ein Wald mal ganz schnell weg. Ja, es wird auf jeden Fall cooler, wenn auch die Welt größer wird insgesamt. Ja, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich nur für die Alpha-Phase einfach zum Testen ist mit der Welt und ob die es schaffen, wirklich so wie Minecraft im Prinzip mit verschiedenen Biomen einfach so ein sich immer wieder generierendes. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee, ich mir nicht auch nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil du dann halt an einer Welt einfach so viel spielen kannst, ohne dass es langweilig wird. Ja gut, die Welt ist ja nicht klein. Also das ist ja relativ groß. Ja, habe ich jetzt auch nicht behauptet, aber ich finde das halt immer. Die stacken nur zu 60. Watt kann ich verschmerzen? Bitte? Ich habe bis 64 gestackt. Ja, dann nimmt das zumindest nicht mehr auf. Also ich überlege gerade, ich werfe hier das blöde Knochenmesser weg. Ja, das kann schon stimmen, ja. Also ich fände es cool, wenn der Map-Generator kommt und dann auch die Map-Größe eventuell vielleicht noch handelbar ist. Ich weiß nicht, ob das CPU-lastiger ist oder so, weißt du? Das glaube ich nämlich auch. Aber mir würde es auch schon reichen, noch ein paar verschiedene Biome, wie jetzt zum Beispiel angekündigt mit so einer Winterlandschaft und sowas. Ja, das wäre cool. Jetzt zu Weihnachten wäre das super, oder? Ja, so ein verschneiter Nadelwald. Warum nimmt der... Was hat denn der für Probleme? Moment. Warte mal, Lidohr mache ich zu Iron Ingot. Kartoffel? Kriegt das nicht gestackt? Paper, weg. Habe ich 8 Stück. So, jetzt. Ah, das ist die Kate. Da, aua, was war denn das? Ja, es wäre cool, wenn sich da noch so andere Landschaften reinkommen. Jetzt kann ich wieder aufnehmen. Okay, ich bin voll. Okay, das ist egal. Es tut gerade unglaublich leid, aber können wir eine kurze Aufnahmepause machen? Ja, wir sind am Ende einer Folge. Also, sehr schön. Ja. Wollen wir noch zurücklaufen oder wollen wir hier stoppen? Ich würde hier stoppen. Gut, dann gehen wir hier mal an die. Ganz schnell. Kein Problem, machen wir. Wenn euch das bis dahin gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Also wie immer, ich sage den gleichen Spruch immer, aber ihr wisst es ja eigentlich schon. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, Entschuldigung, reingeredet. Wollte ich nicht. Sorry.